So. Weil von der Event-Quest kriegen wir nämlich ein Patch. Ich wollte das hier eigentlich mit dem Schei hier... Ich wollte ja eigentlich ein bisschen weiterkommen, aber das habe ich ja leider nicht ganz geschafft. Und deswegen machen wir einfach. Ich war auch am überlegen, ob ich dafür nochmal auf den alten switche. Aber... Wäre jetzt schwachsinnig. Wir lesen jetzt die Story hier. Mit dem Schar und dann passt das. Weil es gibt hier nämlich so einen Aufziehsoos. Den möchte ich unbedingt haben. Jo. Sei gegrüßt. Liege ich richtig in der Annahme, dass du eine Abenteurerin bist? Was mich betrifft, so bin ich nichts weiter als ein bescheidener, fahrender Sänger. Einer, dessen Lieder von den kühnen Taten derer singen, die es hinauszieht in die Weiten der Welt. Ich mach gleich die Musik mal lauter. Die ist so schön. Nun, da du schon einmal hier bist, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Vermutlich ist dir bereits zu Ohren gekommen, dass jüngst die Zahl derer, die das Abenteuer suchen, erheblich angestiegen ist. Natürlich freut mich diese Entwicklung ungemein. Doch viele von ihnen setzen ihren Fuß zum ersten Mal in eine Stadt wie Ulda, in der bisweilen auch weniger ehrliche Bürger ihr Unwesen treiben. Feste wie das heutige bieten Betrügern viele Gelegenheiten, Unwissenden in die Falle zu locken. Mir wäre wohler dabei, würden erfahrene Abenteurer wie du sich den Neuling annehmen, ehe jemand mit unlauteren Absichten es tun kann. Wärst du dazu bereit? Das ist sehr löblich von dir. Die nächste Kutsche mit Reisenden sollte bald vor dem Tor des Nahalt eintreffen. Sicher bringt sie auch ein paar von Abenteuerlust klopfende Herzen mit, die es kaum abwarten können, sich ins Getümmel zu stürzen. Warte vor dem Tor und schau, ob einer von ihnen deine Hilfe braucht. Falls sich ein frisch gebackener Abenteurer unter den Neuankömmlingen befindet, wirst du ihn sicher schnell erkennen. Die Schönheit der Stadt steht der Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Hallo, Hybrid. Die ist bei dezent unpassend, aber hi. Und danke für die 50 Bits. Die Schönheit der Stadt steht allen ins Gesicht geschrieben, die zum ersten Mal durch die Tore treten. Ah, das weckt Erinnerung, nicht wahr? Ich verwette gar meine Harfe darauf, dass auch du einmal mit staunenden Augen durch die Tore von Ulda getreten bist, von den Eindrücken übermannt wurdest. Nun denn, viel Erfolg und auf Wiedersehen. Zu früh abgedrückt? Ja, alles gut. Alles gut. Hybrid, wie geht's dir? Ich meine, wir hatten ein bisschen geschrieben, aber wie geht's dir? Wie K.O. bist du? Im Vergleich K.O.? Ich gehe mal mit dem hier, das sieht schön aus. Wir haben bestimmt nach vorne in den Chat fallen. Bin da. No. 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 Ich aber auch. Ich finde, das Outfit passt dazu. Das sagt zumindest schon mal, hey, wir haben wenigstens ein bisschen was geschafft. An einer Skala von 1 bis 10, Minimum eine 27. Die passt aber nicht mehr in die Skala von 1 bis 10. Das ist ja hoffentlich klar. Ah, so eine Szene hatten wir auch, aber nicht in Ulda. Ich würde hier gerne sagen, lang ist her, aber... Doch, das war schon so. Hm. Armes Wölfchen. Ja, hier stehen wir da. Wie cool. Voll toll. Hust. Ja, und er hat auch diese Feder. Geil, die haben wir auch. bist du zum ersten Mal in Ulda? Wie man meine Augen einfach nicht sieht, ne? Den Blick. Da werden Erinnerungen wach. 35.000 Anfängen. Entschuldigung, kennen wir uns? Nein. Ich spreche dich einfach nur so an. Aus just Lust und Laune. Du bist also eine erfahrene Abenteurerin. Und du willst mir wirklich helfen? Ich muss zugeben, das kommt mir ganz gelegen. Ich war noch nie in einer Stadt, die auch nur annähernd so groß und geschäftig ist wie Ulda.
Mein Name ist Nagia Yakia, aber nenn mich ruhig Nagi. Vermute es richtig, ich habe mein Heimatdorf verlassen, um endlich ein Abenteurer zu werden. Ich habe gehört, dass man sich erst einmal offiziell einschreiben soll. Weißt du zufällig, wo ich dafür hin muss? Joop. Oh, man sieht unsere Augen. Ich liebe diese Augen. Gleich da drüben durch das Tor? Ha, dann mache ich mich sofort auf den Weg. Vielen Dank. Und tschüss. Und tschüss. Nagi rennt Hals über Kopf davon, ehe du ihm genaueres erklären kannst. Vielleicht solltest du im Treibsand nachsehen, ob er Unterstützung braucht. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich es einfach nicht schaffe in der Zeit. Da ist ein Iterit. Hi. Jetzt mag ich reaktivieren. Ja. Mach das. Tun Sie dies. Da! Gott, der Hut ist größer als der Lad. Gott, ist das süß. Oh, armes Lalalein. Ganz ruhig, Nagi. Nur noch ein kleiner Schritt und du bist ein richtiger Abenteurer. Du schaffst das. Oh, du bist es. Hast du dir Sorgen gemacht? Tut mir leid. Ich bin aufgeregter, als ich dachte. Kannst du vielleicht mit mir zur Anmeldung kommen? No, süß. Oh ja, können wir. Guten Tag, ihr Lieben. Was kann ich euch Gutes tun? Nanu, ich sehe ein neues Gesicht. Haben wir hier einen neuen Anwärter für die Abenteurergilde? Ganz recht, mein Name ist Nagia Yakia. Ich bin 16 Jahre alt. Ich möchte mich hiermit als Abenteurer einschreiben. Bei mir ist halt das Gute, bei mir reaktiviert sich das Abo halt von selbst, ne? Bei mir war es aber, glaube ich, letzte Woche irgendwann. Nee. Quatsch. Mir was? Doch. Nee, doch letzte Woche. Hi, den richtigen Elan hast du ja schon mal. Willkommen im Treibsand, junger Mann. Ich heiße Momodi und bin hier nicht nur die Wirtin, sondern auch für die Einschreibung und allerlei anderen Kram zuständig. Dann will ich dir doch gleich mal eine Unterschrift abluchsen. Ich brauche nur deinen vollen Namen und schon bist du eingeschrieben. Na komm, keine Scheu. Oh, ich bete, dass wir das alles zeitlich schaffen. Das hätten wir. Nun bist du ganz offiziell ein Mitglied der Abenteurergilde. Komm jederzeit zu mir, wenn du einmal Hilfe brauchst. Oder einfach nur plaudern willst. Nur nicht über Heimweh und andere unumgängliche jungen Burschen leiden, wenn ich bitten darf. Aber natürlich, es geht... es geht um Liebeskummer. Dafür habe ich immer ein Öhrchen offen. Sicher hättest du jetzt gerne eine Einführung. Und normalerweise übernehme ich die auch sehr gerne, aber... Ich habe da eine besondere Idee. Eine bessere Idee. Da Idaria dich schon bis hierhin begleitet hat, könnte sie ja auch den Rest übernehmen. Schließlich hat sie dir einiges an Erfahrung voraus. Da gehört die Weitergabe von Wissen genauso zu ihren Aufgaben wie das Bestreiten von Abenteuern. Nichts geht über den Rat eines Vorbilds. Hihi, ich schlage vor, ihr findet erst einmal eine passende Gilde für Nagi. Diese Wahl hat großen Einfluss auf seine Zukunft als Abenteurer und will gut durchdacht sein. Nehmt euch die Zeit, in aller Ruhe darüber zu sprechen. Gleich draußen vor der Schenke sind ein paar Bänke, auf denen ihr euch ungestört unterhalten könnt. Empfang war weg. No. No. Ja, draußen ist ja auch schlechter Empfang. Die Luft bei den Nachbarinos. Ja. Schön. Die mit dem Wauzi? Oder die anderen? So eine große Entscheidung muss ich zum ersten Mal treffen. Daher bin ich für jeden Rat dankbar. Das folgende Gespräch kann nicht übersprungen werden. Es wird empfohlen, laufende Suchen in der Inhaltssuche abzubrechen. Das könnte so sein! Aber ich weiß, wen du meinst.
Ah, schön. Ja, na, passt doch. Dann schauen wir mal, welche Art von Gene in Frage kommt. Ja, das schauen wir doch mal. Ich bin ganz so, Eidaria. Warum hast du beschlossen, ein Abenteurer zu werden? Ist das eine Art Fangfrage für Neulinge? Auf der Fahrt hierher war jemand namens irgendwas mit Bree, der mich das gleiche gefragt hat. Zu dem Zeitpunkt konnte ich ihm keine gute Antwort geben. Natürlich weiß ich, warum ich mein Heimatdorf verlassen habe, aber den Grund dafür in Worte zu fassen, war gar nicht so leicht. Dann kam ich nach Ulda und es wurde mir schlagartig klar. Ich möchte mit einigen eigenen Augen sehen, was jenseits des Horizonts liegt. Nicht nur davon hören oder es in Büchern lesen, sondern selbst ein Teil davon werden. Die Wirtin Momodi sagte, du seist eine berühmte Abenteurerin. Na, zu dem Zeitpunkt der Geschichte noch nicht, nee. Dann hast du bestimmt schon unzählige Länder bereist und liebst es, viel herumzukommen, oder? Das Entdecken neuer Orte lässt mein Herz höher schlagen. Ja. In der Tat. Wusste ich's doch. Genau das haben alle Abenteurer gesagt, von denen ich bisher gehört habe. Damals während der siebten Katastrophe, waren meine älteste Schwester und ich zusammen aus Gridania in ein kleines Dorf in den Bergen geflohen. Dort blieb ich eine ganze Weile, viel länger als ursprünglich geplant, bis ich begann, davon zu träumen, eines Tages das Dorf zu verlassen und auf große Reise zu gehen. Ehrlich gesagt, weiß ich selbst nicht so genau, ob ich für ein Leben auf Wanderschaft geeignet bin. Um das herauszufinden und zu lernen, was es heißt, ein Abenteurer zu sein, bin ich hier. Glaubst du, dass es eine der Gilden in Ulda mir dabei helfen kann? Was hat Bree in Level 14 verloren? Sind doch komplett andere Universen. Ich glaube, es ist nicht das Dorf Bree oder die Stadt Bree gemeint. Albert, ich glaube, das. Nee. Nein. Du solltest Krieger oder Magier werden. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in Ulda die Faustkämpfergilde und die Gladiatorengilde. Dort könnte ich lernen, mich und andere zu beschützen. Kraft habe ich genug und flink bin ich ebenfalls. In dem Fall sollte ich wohl die Faustkämpfergilde wählen. Ja, ich werde mich sofort einschreiben lassen. Soll ich dich begleiten? Habe ich auch gedacht. No, ihr beiden, ey. Das schaffe ich schon. Als angehender Abenteurer kann ich mich nicht jedes Mal auf die Hilfe anderer verlassen. Trotzdem danke für das Angebot. Platoon 3 suchten. Stimmt. Da hattest du dich doch so drauf gefreut. Ja, gut. Splatoon ist jetzt nicht ganz so meins, muss ich sagen. Ja, gut, ich könnte das auch gar nicht spielen, aber. Ne. Es ist nicht ganz so meins. Muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn es dir nichts ausmacht, komme ich nach der Einschreibung wieder hierher. Es gibt da nämlich nur einiges, was ich dich gerne fragen würde. Hey, sehr gut. Dann bis später. Bye. Arrivederci. Das Platoon 1 rausgeholt. Gott sei Dank verstanden. Gut, dass ich keine Ahnung habe, wovon du redest, Luna. Du starrst eine Weile durch in die Festsacksluft, aber Nagi kommt nicht zurück. Besorgt beschließt du nachzusehen, ob er sich wie gewünscht bei der Faustkämpfergilde einschreiben konnte. Gott, ich liebe diesen Sound, ey. Ich liebe es. Habe ich erwähnt, dass ich es liebe? Oh. Gleich kann ich wieder rennen. Jetzt. Ich habe hier noch so viele Quests, ey. Ich darf da gar nicht gucken gehen. Beeindruckend, junger Mann. Du hast fast so viel Schwung in der Faust wie ich, als ich in deinem Alter war. Was ich heißen soll, dass ich ihn jetzt nicht mehr habe. Ich würde mich freuen, wenn ich auch nur ansatzweise so gut werde wie ihr, Meister Harmon.
ich doch, Nagi. Solche Komplimente verträgt der alte Weisemeister nicht mehr. Am Ende schwächen ihm vor lauter Schmeicheleien noch die Knie. Was war daran jetzt so witzig? Oh, hallo Aidaria. Sino, du hattest recht. Die Faustkämpfer-Gilde ist genau die richtige für mich. Ah, du warst also diejenige, die Nagi zu uns geschickt hat. Da muss dir das Talent des Burschen wohl aufgefallen sein. Ich freue mich schon darauf, unsere neuen Rohdiamanten in Form zu bringen. Mhm. Doch gut Ding will Weile haben. Darum beenden wir deinen Unterricht für heute. Präge dir die Übung gut ein. Wiederhole sie, bis du sie im Schlaf kannst, Nagi. Nächstes Mal versuchen wir es mit etwas Schwierigerem. Du hast auf mich gewartet, oder? Tut mir leid, dass ich nicht zurückgekommen bin. Ich war so in die Übung vertieft, dass ich die Zeit vergessen habe. Ach ja, zwischendurch war noch ein seltsam gekleideter Bade hier, der mich mitten im Training unbedingt sprechen wollte. Er sagte, wenn mir etwas am Weg des Abenteuers liege, sollte ich für ihn einen Auftrag erfüllen. Dann erwähnte er noch deinen Namen und bat darum, dass wir ihn gemeinsam aufsuchen. Ich war mir nicht sicher, ob man ihm trauen kann. Aber wenn du ihn kennst, können wir gerne zu ihm gehen. Er wartet auf dem Rubinstraßenmarkt. Mhm. Ich bin kein Fan von männlicher Mikote. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Die stehen mir so komisch. Die Gangart und. Ich finde einfach alles an männlichen Mikoten irgendwie seltsam. Einige Spieler haben schöne männliche Mikote, aber das war's dann auch schon. Irgendwie. Nee. Einfach nein. Oh, dieses Lied. So schön. Vielen Dank für deine Dienste als Mentorin, Adaria. Ich wusste, in deinen Händen ist jeder neue Abenteurer bestens aufgehoben. Hm? Wie meint er das? Hat er dich etwa darum gebeten, mich anzusprechen? Das habe ich in der Tat. Ich schreibe gerade an einem Stück, mit dem ich die Essenz des gegenwärtigen Eosea zum Ausdruck bringen möchte. Das eignet sich besser dafür, als die Zunft der Abenteurer, die in letzter Zeit solch starken Zuwachs erhält. Von eurem Aufeinandertreffen erhoffte ich mir einen Funken der Inspiration. Eine neue Melodie, die die Strophen der Vergangenheit und der Zukunft zugleich einspringt. Und sieh da, es hat funktioniert. Du, die noch den Sand des zuletzt beschrittenen Pfades unter den Sohlen trägst, hast einen jungen Abenteurer die Richtung auf dem Seinen gewiesen. Getrennt seid ihr, was war und was sein wird. Zusammen seid ihr, was heute ist. Kurzum, die Vergangenheit und die Zukunft sind untrennbar miteinander verflochten. Das eine kann nicht ohne das andere bestehen, doch damit allein ist mein nächstes Stück nicht geschrieben. Deswegen habe ich einen weiteren Auftrag für euch. Ich möchte, dass jeder von euch mir einen Gegenstand bringt, der mit der siebten, Katastrophe in Verbindung steht. Jenes alles verändernde Ereignis, das zur Vernichtung und Wiedergeburt des Kontinents gleichermaßen führte. Es klingt ein bisschen wie eine Schatzsuche und es wäre mein allererster Auftrag als waschechte Abenteurer. Was meinst du, Aidaria? Sollen wir es wagen? Ja, ich hab doch keine Wahl. Dann ist es beschlossen. Ihr findet mich hier auf dem Rubinstraßenmarkt, sobald jeder von euch einen Gegenstand gefunden hat. Bin äußerst gespannt auf das Ergebnis. Ja, ich auch. Wenn es um die Suche nach Gegenständen geht, werden wir wohl am ehesten bei den Marktständen fündig. Schlage vor, wir treffen uns auf dem Saphirstraßenmarkt. Bis gleich. Ciao. Zeig mir deine Ware. Raven! Hallo! Hallo Raven, wie geht's dir? Langsam schritt sie von dann. So, jetzt darf ich auch wieder rennen. Hui. 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 Huch. Aber bitte nicht in die andere Richtung wieder zurück.
Wäre jetzt unvorteilhaft. Ich weiß gar nicht, war. Doch, in Ulda waren wir schon einmal, aber ich habe, glaube ich, keine Etheriten berührt. Außer denen bei der Taumaturgilde. Ich war etwas nachlässig mit dieser Stadt. Etwas. Nicht viel. Nur etwas. Da ist Nagi. Hi. Bist du soweit? Dann los. Sehen wir uns um. Nagi begleitet dich jetzt. Um den Auftrag durchzuführen, musst du die Auftragsziele erfüllen, während sich deine Begleitung in der Nähe befindet. Ja, das kennen wir. Ja, das kennen wir noch. Danke. Mir geht's gut. Mir kackt in letzter Zeit ab. Mir geht's ja. Oh, scheiß Internet. Aber kenne ich. Das mit dem Internet kenne ich zu gut. Freut mich aber, dass es dir gut geht. Mir auch. Ich bin nur müde. Bin nur etwas müde. War ein langer Tag gestern. Willkommen bei Lolonos Accessoires. Such dir etwas Bestimmtes. Ja. Gegenstände, die mit der 7. Katastrophe zu tun haben, da habe ich genau das Richtige für euch. Nämlich einen Ring aus Ishgard, gefertigt aus dem feinsten und kostbarsten Amethyst, den ihr je gesehen habt. Vor 5 Jahren, am Vorabend der Schlacht von Cateno, ließ ein junger, entschlossener Krieger sein Heimatdorf hinter sich. Er konnte Ishgards Verweigerung zum Beistand nicht hinnehmen und wollte für Eosea kämpfen. Doch der junge Held kam niemals auf der Karte nur Heide an. Auf dem Weg dorthin stieß er auf einen Händler, der von einem Drachen angegriffen wurde. Er wollte ihm helfen und verlor bei dem Versuch sein Leben. Man sagt, dieser Ring sei ein Erbstück der Familie des Kriegers. Ich trinke ja schon. Ich habe heute auch viel zu wenig getrunken, muss ich dazu sagen. Ich glaube, ich hatte nur so eine komische Kakaomilch. Die war lecker. Aber ich glaube, sonst habe ich nicht viel getrunken. Heute war ich echt nachlässig. Welch tragische Geschichte. Ich frage mich nur, wer den Ring vom Finger der Verstorbenen gezogen und nach Ulda gebracht hat. Wenn der Drache den Krieger tötete, würde er den Händler wohl kaum verschont haben. Jetzt erinnere ich mich. Obwohl der Ritter tödlich verwundet war, gelang es ihm, den Drachen zu erschlagen. Er schleppte sich zu dem Händler, vertraute ihm den Ring an und tat seinen letzten Atemzug. Ja, genau so war es. Nun wollt ihr den Ring kaufen oder nicht? Das ist eine einmalige Gelegenheit, ein seltenes Erbstück zu erstehen. Ich mache euch sogar ein Sonderangebot. Das klingt ein wenig suspekt. Ja. Nein. Danke. Look, I'll be back. Alles klar. Viel Spaß im Lurk Raven. Dankeschön. Schauen wir uns weiter um. Bestimmt gibt es noch andere interessante Stände. Ja, nee. Den da will ich auf jeden Fall nicht haben. In die Dinger gehe ich nicht rein. Da ist noch ein Etherit, an dem ich mich nicht harmonisiert habe. Hi. Servus. Ich bin Tia. Ah ja. Guten Tag und willkommen auf meiner Ausstellung. Ist heute nicht ein herrlicher Tag für ein Fest? Nur zu, schaut euch meine Werke in Ruhe an und haltet euch mit Fragen nicht zurück. Wir hätten tatsächlich eine Frage. Verkauft ihr zufällig auch etwas, das auf irgendeine Weise mit der 7. Katastrophe zusammenhängt? Ich tue mir so kurz was zu beißen. Macht das. In guter Stunde kriege ich auch was zu beißen. Bin gespannt, was Frosch zaubert. Seht ihr diese besonders filigrane Glasmalerei dort oben? Ich nenne sie die 7 der Sultana. Sie zeugt von jenem Tag, kurz vor der 7. Katastrophe, als Salamut wie ein blutrotes Unheil über Ulda am Himmel hing. Da rotteten sich die Bürger der Stadt zu einer gewaltigen Meute zusammen, getrieben von Furcht und Unsicherheit. Die Sultana Nanamu Ilnamo stellte sich ihrer aufgebrachten Stadt nicht mit Schwertern und Schildern, sondern mit Worten. Nur 7 Wachen begleiteten sie, als sie sich hinab auf die unruhigen Straßen wagte. Helft den Gestrauchelten auf, statt sie zu berauben, reicht ihnen die Hand, damit wir den heutigen Tag überleben, damit wir das Morgen erleben. Durch die Worte der Sultana zur Vernunft gebracht, legten die Bürger ihre Waffen nieder und reichten einander die Hände.
gemeinsam die Ordnung in Ulda wiederherzustellen. Diejenigen, die vom Schlachtfeld zurückkehrten, fanden ihre Stadt so vor, wie sie ihnen in Erinnerung geblieben war. Ein schimmerndes Juwel in der Wüste. Die Sultana Nanamu scheint eine sehr mächtige Herrscherin zu sein. Jetzt, wo ich diese Geschichte kenne, bin ich umso glücklicher, nach Ulda gekommen zu sein. Vielen Dank, Herr Glasmaler. Euer Talent ist wirklich beeindruckend. Man kann die Atmosphäre jenes Tages förmlich spüren, wenn man dieses Werk betrachtet. Wir haben zwar schon einiges gesehen, aber ich kann mich noch nicht entscheiden. Gehen wir noch ein Stück? Jupp, tun wir. Kein Ding. Tretet näher, tretet näher. Bei Nanabe gibt es alles, was das Herz begehrt. Von allem, für alltäglichen Bedarfsgütern bis hin zu skurrilsten Kuriositäten. Ein Gegenstand, der an der 7. Katastrophe erinnert? Dann müsste ich noch etwas haben. Ihr beide seid Abenteurer, richtig? Wie wär's hiermit? Dies sind die Anekdoten eines Abenteurers, der wegen einer Verletzung in den Ruhestand gehen musste. Wenn man seine Zeilen liest, fühlt es sich an, als sei man selbst vor Ort gewesen. Er hat jedes Detail seiner Erlebnisse während der Katastrophe niedergeschrieben. Ein echtes Tagebuch, das möchte ich unbedingt lesen. Bestimmt gibt es viele Abenteurer, die ihre Erfahrungen niederschreiben. Aber die Geschichten von damals sind die spannendsten. Führst du ebenfalls ein Tagebuch, Daria? Ich würde es augenblicklich kaufen. Nein. Na doch! Die Streams! Die sind doch als Tagebuch, oder? wenn euch Tagebücher interessieren, könnte euch auch das hier gefallen. Es ist ein Sammelalbum mit alten Artikeln aus dem Raben, einem gridanischen Wochenmagazin. In den meisten Artikeln geht es um Ereignisse während der 7. Katastrophe. Hallo Iron, wie geht's dir? Wunderschönen Sonntag dir. Artikel aus dem Raben? Hast du eine Wahl getroffen? Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Komm, wir suchen uns eine ruhige Ecke zum Besprechen. Nein, nicht weitergehen, bitte. Hier sind wir ungestört. Das war knapp mit der Zeit. Mir schwirrt noch ein bisschen der Kopf von dem Trubel auf dem Markt, aber es war eine wirklich spannende Erfahrung. Einen besseren ersten Auftrag als Abenteuer hätte ich mir nicht wünschen können. Ich glaube, an die vielen Gesichter und Geschichten werde ich mich noch lange zurückerinnern. Wie auch immer, kommen wir zur Sache. Hast du dich entschieden, Daria? Welchen Gegenstand möchtest du dem fahrenden Sänger bringen? Die Anekdoten eines Abenteurers. Ah, eine gute Wahl. Ich hatte schon Sorge, wir könnten versehentlich dasselbe nehmen. Wofür ich mich entschieden habe? Hey, wenn es dir nichts ausmacht, behalte ich das noch für mich. Komm, lass uns die Gegenstände kaufen, bevor sie uns jemand von der Nase wegschnappt. Ich warte beim fahrenden Sänger auf dich. Ich glaube, ich muss gleich nochmal kurz wohin. Hast du Anekdoten eines Abenteurers erhalten? Auch so. Ja. War dein Wochenende denn schön? Sobald wir die Quest mal kurz durch haben, gehe ich nochmal fix. War das hier gerade verdammt episch. Das ist aber halt nur das einzige 50er oder einzige schicke Outfit, was ich habe. Wir marschieren durch die Straßen. Langsamen Schrittes. Oh, ich liebe das Lied so. Willkommen zurück. Habt ihr beide einen Gegenstand auftreiben können? Wir waren okay. Arbeit halt am Samstag. Und wir waren abends so... Ach, müssen, dass ich geholt hatte. Oder habe ich von meiner Mutter so aus Lego bekommen. Das ist voll cool. Das ist voll cool.
Weswegen musstest du denn so lachen? Willst du es mit uns teilen oder lieber nicht? Ah, sieh an. Ja, was? Die Anekdoten eines anderen Abenteurers. Auf den ersten Blick ein historisch wertvoller Fund. Auf den zweiten nur mehr ein winziger Ausschnitt aus dem Dasein eines Einzelnen. Aufzeichnungen wie diese mögen keinen gelehrten Historiker erquicken. Bei erfahrenen Sängern wie mich sind sie jedoch von unschätzbarem Wert. Kaum eine Quelle bringt eine größere Fülle an Inspiration für neue Lieder. Und nun, Nagi, worauf ist deine Wahl gefallen? Und was haben wir hier? Ein weiteres Tagebuch? Nein, es ist ein Sammelalbum mit Artikeln aus dem Raben. Ich habe es gewählt, weil viele davon meine große Schwester geschrieben hat. Sie ist während der 7. Katastrophe als Reporterin herumgereist und hat mir all die Geschichten erzählt, die sie von Abenteurern gehört hat. Ich habe es geliebt, ihr zuzuhören. Die Abenteuer schienen so vielfältig zu sein. Keiner glich dem anderen und jeder hat seine ganz eigenen Gründe dafür, auf Reisen gegangen zu sein. Dennoch eint sie alle der Wunsch nach einem freien und ungebundenen Leben. Ihre Denkweise hat mich so beeindruckt, dass ich selbst Abenteurer werden wollte. Aber ohne die Geschichten meiner Schwester wäre mir dieser Gedanke vielleicht nie gekommen. Ich sehe es immer noch in meinem kleinen Dorf in den Bergen. Deshalb habe ich mich für das Sammelalbum entschieden. Wir haben vorgestern gespielt. Und ich im Ladebildschirm singt plötzlich Believe I Can. Plötzlich hat sie gekillt. Das glaube ich allen. Vor allem, ich kann es mir bildlich vorstellen. Ich kann es dir echt bildlich vorstellen. Ich glaube, ich hätte auch am Boden gelegen vor Lachen. Ich verstehe, du folgst den Fußstapfen, die andere auf ihrem Pfad hinterließen. Passend zu all dem kommt mir sogleich ein Vers in den Sinn. Öffnet eure Herzen und lauscht den Klängen, die jeden begleiten sollen, der sich auf eine neue Reise begibt. Bitte sagt mir nicht, dass ich es vorlesen muss. Aber wahrscheinlich schon. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Haben wir schon wieder Kopfweh? Wir kommen auch nicht von dem Kopfweh weg. Nein, wir sind im okay. Nein, nicht nochmal! Bitte nicht, hör es. Fühl es. Bitte nicht. Hier waren wir vor kurzem erst. Haben wir gerade das hinter uns. Cool. Viera! Ja, mein Kumpel ist willkommen, dass er vor lauter Lachen grunzen muss. Okay. Klingt echt funny. Habe ich bei meiner Mutter früher auch geschafft. Die hat immer gelacht wie so ein Schweinchen. War immer recht niedlich. Hat auch immer halb angefangen zu grunzen. Ach nee. Servus. Willkommen, Kriegerin des Lichts. Ich doch gar nicht. Spoiler für mich selbst. Du befindest dich in einer Welt, die außerhalb deiner Realität existiert. Ist es ein Traum? Ein Hirngespinst deines müden Geistes? Möglich und unmöglich zugleich. Ah, Yoshi. Ja, ist halt so. Das war eben im Stream. Okay, das ist mega. Das ist mega. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Bitte entschuldige, dass ich dich im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Raum und Zeit überrasche. Mein Name ist Naoki Yoshida und ich habe dich hierher gebeten, um dir meinen Dank auszudrücken. Ja, nichts zu danken. Ich habe noch nicht viel erreicht in deinem Spiel. Zuallererst möchte ich dir dafür danken, dass du uns weiterhin mit deiner Anwesenheit beehrst. Du und all deine Mitabenteurer sind die Inspiration, die uns Bestätigung gibt, uns die Kraft schenkt, voranzuschreiten. Nichts wird sich je daran ändern. Die Welt, in der du dich befindest, ist jedoch ein geheimnisvoller Ort des stetigen Wandels. Unerwartete Nöte können das Leben von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Obwohl wir uns alle tief in unseren Herzen nach Frieden sehen, entzündet sich der Funke des Konflikts immer und immer wieder aufs Neue. Gleichsam trägt uns das Rad der Zeit mit sich, entgegen einer nicht absehbaren Geschichte mit noch leeren Seiten, hinein in das beängstigende Unbekannte.
Es erfordert wahre Tapferkeit, sich dem ständigen Wandel dieser Welt zu stellen. Doch solange wir unseren Blick nach vorne richten, führt uns jeder noch so kleine Schritt in eine Zukunft, deren Seite wir selbst beschreiten. In der Tat steht dieser Welt schon bald eine große Veränderung bevor, die uns die Richtung zu aufregenden Reisen ins bislang ungeahnte Gefilde weisen wird. Umso mehr hoffe ich, dass wir sie auch dieses Mal zusammen beschreiten. Aber Ziggy, auf dass unsere Abenteuer niemals enden und bis weit jenseits des Horizonts reichen mögen. Das liegt an euch. Was? Oh, ich finde ihre Augen so schön. Endlose Pfade, endlose Möglichkeiten. Doch bis es soweit ist, entlasse ich dich aus diesem Traum. Ich brauche ja auch noch Ewigkeiten, bis ich beim aktuellen Content bin. Kehre zurück in deine Realität und wisse, dass dein Bestreben der Wegweiser ist, der uns leitet. Bis wir uns das nächste Mal sehen, wünsche ich dir eine gute Reise. Sehen wir uns denn nochmal? Ich sollte sogar gleich noch eine Daily schaffen, ne? Das war ein wundervolles Lied, erfahrener Sänger. Damit finde ich ganz sicher die Kraft für alles, was vor mir liegt. Und ich denke, es wird langsam Zeit, dass ich mich auf eigene Faust auf den Weg mache. Vielen Dank für alles, was ihr mich gelehrt habt. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann einmal irgendwo da draußen wieder. Komm mal, was wurde noch nicht deine Schwester? Ich freue mich darauf, deine Abenteuer zu hören. Komm, vollgefressen wieder. Kitty, was gab's? Was gab es Schönes? Ciao. Also bevor wir gleich die eine Indie machen, muss ich noch mal kurz auf den Pott. Weil ich will meinen Heiler noch leveln. So vieles ging in der 7. Katastrophe verloren. Doch inmitten der Vergänglichkeit fand eine unerschrockene Seele ihre Zukunft. Lass mich diesen bedeutsamen Augenblick für dich mit einem weiteren Lied besingen. Ach nö. Voll Frohmut und Leid sind die Rätsel des Seins. Deinem Pfad zwischen Stürmen und Sternen geweiht. Deine Spur wie ein Netz aus Fäden im Sand, gewebt aus den Wegen zum Horizont. Klänge am Himmel so rauschend und fern, o höre des Morgens Gesänge im Wind. Was wird entrissen dem göttlichen Schutz, o ewig vorwärts soll es wandeln, wo heut noch das Leben von Reisen singt und jeder Vers neue Andenken bringt. Cordon Bleu mit Kartoffelpü und Rotkohl. Okay, den Rotkohl kannst du behalten, der Rest ist geil. Rotkohl mag ich halt nur kalt, tatsächlich. Warm Rotkohl mag ich halt überhaupt nicht. Habe ich immer wieder versucht, aber irgendwie... Ich werde mit warmem Rotkohl nicht... Da gehe ich irgendwie nicht konform mit. Aber der Rest klingt echt mega lecker. Nun frage ich mich, wie ist es dir dabei ergangen, Nagi seine eigene Reise antreten zu sehen? Hat dich der Anblick mit Sorge erfüllt? Oder weckte in dir Erinnerungen an deine eigenen bescheidenen Anfänge? Gewiss ist dein Weg nicht mit dem eines anderen zu vergleichen und weitaus gefährlicher, ohne Frage. Doch auf jeden Wanderer warten Zeiten der Einsamkeit, in denen sich jeder Schritt schwerer anfühlt als der letzte. Wenn dich ein solcher Moment überkommt, denk an meine Worte. Du bist nicht warm mit warmem Rotkohl. Ja, genau. Solange du diese Welt liebst, wird deine Reise niemals enden. Oh nee. Das Abenteuer findet dich dort, wo du auch nach ihm suchst. Alles klar. Gib mir jetzt meinen Begleiter! Aber zackig! Ja, dann gehe ich noch einmal ganz kurz aufs Klo. Voll cool. Und dann können wir mit dem Heiler noch kurz eine Indie laufen. Das sollten wir eigentlich packen. Abschießen! Eigentlich Spoiler für meinen Schlaf. aber, naja. So, Begleiter haben wir. Jo, dann bin ich gleich wieder da. Ich bin fix, hoffe ich. Ja, toll, die Animation kam aber verdammt spät. Jo. Nicht mehr laufen? Bin ich auf?